Legendäres Design, Weltmeistertitel und Kultstatus. Vor rund 20 Jahren hatte Ducati schon einmal alles erreicht, was man sich als Motorradhersteller wünschen kann. Doch dann änderte ein neues Modell alles. Wiederholt sich gerade die Geschichte und machen die Italiener zum zweiten Mal den gleichen Fehler? Hi, mein Name ist Michael und ich begrüße euch zu diesem neuen Asphaltsüchtig-Video. Ducati hat auf der World Ducati Week die neue Panigale V4 für das Modelljahr 2025 vorgestellt und schon vor den ersten Fahreindrücken für ordentlich Aufregung gesorgt. Das wirklich polarisierende neue Design und die Abkehr von der fast unumstößlichen Einarmschwinge haben ja für mächtig Unruhe im Ducatisti-Lager gesorgt und in diesem Video wollen wir uns anschauen, was in der neuen Panigale steckt, warum Ducati so drastische Änderungen vorgenommen hat und ob die Italiener sich wirklich Sorgen machen müssen. Da sich die Geschichte scheinbar gerade wiederholt, machen wir aber zuerst einen Sprung zurück und werfen einen Blick auf die Modellgeschichte der letzten 30 Jahre. Die Begründerin des Legendenstatus von Ducati im Superbike-Segment ist auf jeden Fall die Ducati 916 und die Nachfolgemodelle 996 und 998. Als Nachfolgerin der Ducati 888 stellte die 916 Anfang der 90er Jahre die Motorradwelt sprichwörtlich auf den Kopf. Ein völlig revolutionäres Motorrad mit Ansätzen, die man so noch nicht gesehen hatte. Die Doppelauspuffanlage unter dem Heck, Einspritzanlage statt Vergaser, winzig kleine Doppelscheinwerfer statt der großen Lichteinheiten, wie man sie damals kannte, und der Ansatz hinter dem Motorrad war ein ganz besonderer, denn Ducati baute ein Rennmotorrad, mit dem man auch auf der Straße fahren konnte und kein Straßenmotorrad, das eventuell auch für den Rennstreckeneinsatz genutzt werden kann. Diesen Anspruch untermauerten die Italiener in der ersten Version sogar mit einer Monoposto-Version, also einem Modell ohne Soziositz. Das Modell und die 916, die waren damals so innovativ, dass selbst heute noch viele Motorradfans dieses Modell als absolutes Traummotorrad bezeichnen würden. Zwischen 1994 und 2001 konnten die Italiener mit der 916 und 996 in 8 Jahren stolze 6 WM-Titel einfahren und ein gewisser Carl Fogarty gelang es, mit 4 WM-Titeln auf der Ducati 916 und 996 in die Motorrad Hall of Fame einzufahren. Trotz ihres herausragenden Designs und der innovativen Lösung war die Ducati 916 im Einführungsjahr noch kein Erfolgsmodell. Erst mit dem WM-Titel und dem sportlichen Erfolg stellte sich auch der kommerzielle Durchbruch ein und Ducati verkaufte in Summe schätzungsweise 17.000 Einheiten der Ducati 916. Während auch die Nachfolgerin 996 2 WM-Titel einfahren konnte und sich noch auf einem ähnlichen Niveau verkaufte, war die 998 schon nicht mehr ganz so erfolgreich. Das Modell, das dann eingeführt wurde, um die Wende zu bringen, hätte die Marke aber scheinbar fast zerstört. Denn die von Pierre Terblanche designte 999 brach gleich mit 3 entscheidenden Eigenschaften, die seit der 916 unweigerlich mit der Marke Ducati verbunden waren. Dem ikonischen Design der Schöpfer Massimo Tamburini und Sergio Robbiano, der markanten Auspuffanlage mit den 2 Endtöpfen unter dem Heck und der Einarmschwinge. Auch wenn das Entsetzen ob des neuen Designs am Anfang groß war, sportlich war die 999 von Beginn an ein voller Erfolg und konnte in den Jahren 2003 und 2004 mit Neil Hodgson und James Toseland 2 weitere WM-Titel für Ducati einfahren. Bei der Ducati-Fangemeinde kam das neue Motorrad aber nicht ganz so gut an wie die inzwischen legendäre 916. Doch war die 999 tatsächlich so ein Ladenhüter, wie man meinen mag, und droht der neuen Panigale V4 eventuell das gleiche Schicksal? Was die 999 betrifft, so kann das Modell durchaus als Erfolg bezeichnet werden. Auch ohne WM-Titel verkaufte sich das Modell bereits im ersten Jahr auf dem Niveau von den Einführungsjahren der 996 und 998. Und zwischen den Jahren 2003 und 2006 setzten die Italiener in Summe ca. 30.000 Einheiten der 999 und der verschiedenen Varianten ab. Aber das ist auch nur die halbe Wahrheit. Denn die Einführung der Ducati 1098 ändert für die Italiener wieder alles. Ducati kehrt mit der 1098 zu den Grundzügen des Designs von Meister Tamburini zurück. Einarmschwinge und Doppelendtopf unter dem Heck inklusive.
Die Ducatisti danken es den Entscheidern in Borgo Panigale und das neue Modell verkauft sich bereits im ersten Jahr knapp 12.000 Mal und soll in den folgenden Jahren zu einem der erfolgreichsten Ducati-Modelle überhaupt werden. Nun also ein stark verändertes Design und die erneute Abkehr von der Einarmschwinge. Erleben wir die Geschichte der Italiener 2025 noch einmal? Eines ist sicher, Ducati bleibt auch mit der neuen Panigale dem Prinzip treu, ein Rennmotorrad zu bauen, das auch auf der Straße bewegt werden kann. Denn bestätigen sich die Ankündigungen rund um das neue Modell, dann ist ganz klar, dass bei der Weiterentwicklung nur ein einziges Ziel verfolgt wurde. Mehr Performance auf der Rennstrecke. Die neue Optik hebt sich deutlich von der aktuellen Panigale ab und laut Ducati stand bei der Entwicklung des neuen Designs die Verbesserung der Aerodynamik absolut im Fokus. Der Luftwiderstand soll durch die neu gestaltete Verkleidung um 4% verringert und Richtungswechsel bei hohen Geschwindigkeiten einfacher möglich sein. Parallel wurde auch die Ergonomie stark verändert, da Fahrer oder Fahrerin besser ins Motorrad integriert und mehr Bewegungsfreiheit erhalten sollen. Dafür wanderten die Fußrasten 10 mm nach hinten, um die Beine und die Füße des Fahrers noch näher am Motorrad und in der Verkleidung zu positionieren. Der Tank wurde für mehr Halt beim Bremsen in Schräglage neu gestaltet. Die Sitzhöhe wuchs auf spektakuläre 850 mm an. Absoluter Rennsport. Die Motorcharakteristik ist ebenfalls noch mehr Richtung Racing ausgelegt, auch wenn die Leistungsausbeute mit gerade einmal einem halben PS aufgrund der Euro 5 Plus Restriktionen sehr gering ausfällt. Hierfür wurde der Zylinderkopf und die Nockenprofile überarbeitet. Lichtmaschine und Ölpumpe wurden von der Panigale V4R übernommen. Die Getriebetrommel stammt aus der Superleggera V4. Die Spitzenleistung von 216 PS erreicht der Motor jetzt erst 500 Umdrehungen später und damit bei 13.500 Touren. Die maximale Drehmomentleistung schrumpfte von 123 auf 121 Newtonmeter und steht jetzt erst bei gut 11.000 Umdrehungen an. Also auch hier eine deutlich raciger, rennstreckenorientiertere Auslegung des Aggregats. Mindestens genauso polarisierend wie das neue Design ist die erneute Abkehr von der Einarmschwinge. Aber auch diese Entscheidung begründet Ducati mit einem Ziel, und zwar mehr Performance in Extremsituationen. Ziel war es, den Grip bei schräglangen Winkeln von über 60 Grad zu erhalten. Um das zu erreichen, soll die neue Schwinge 37% weniger Seitensteifigkeit aufweisen und deutlich leichter sein als die Einarmvariante. Auch der vordere Rahmen ist mit knapp 3,5 Kilo über 700 Gramm leichter und bietet 40% weniger Seitensteifigkeit für noch agileres und präziseres Fahrverhalten sowie maximales Vertrauen in Schräglage. Natürlich hat die Panigale für das Modelljahr 2025 auch neue und bemerkenswerte Elektronik mit an Bord. Zu nennen ist hier vor allen Dingen das mit Bosch zusammen entwickelte ECBS, ein Bremsassistent, ein Bremssystem, das den Fahrstil von Profis imitieren soll. Dabei unterstützt das System dadurch, dass beim Anbremsen auf eine Kurve die hintere Bremse auch dann noch betätigt wird, wenn die vordere Bremse schon gelöst ist und soll somit helfen, den Bremspunkt weiter nach hinten zu verschieben und auf ein professionelleres Niveau zu bringen. Ebenfalls neu ist der Ducati Vehicle Observer, der mit über 70 simulierten Sensoren das Regelverhalten von den Assistenzsystemen wie Traktionskontrolle, Launch Control und Wheelie Control noch feiner machen soll und dadurch auch eben einen Performance-Zuwachs generieren. Und das für alle Fahrenden, egal ob Amateur oder absoluter Racing Pro. Ducati gibt an, dass in der Erprobungsphase jeder dieser Fahrertypen mit der Panigale für das Modelljahr 2025 eine Sekunde schneller gefahren ist im Durchschnitt als mit dem aktuellen Modell. Ja, wie siehst du das? Hat sich Ducati mit dem 2025er Panigale Modell zu weit von der inzwischen ebenfalls schon ikonischen Panigale V4 entfernt? Oder müssen wir uns einfach nur an die Veränderung gewöhnen und mit der Zeit wird auch da wieder eine große Fangemeinde wachsen? Lass es mich gerne hier in den Kommentaren
Kommentaren wissen. Ich bin sehr gespannt, wie du die Sache siehst. Und mich würde auch interessieren, wie du grundsätzlich zu diesen Superbikes stehst. Die neue Panigale 187 Kilo, 216 PS, wirklich ein Monster. Vor allen Dingen für die, die nicht damit auf der Rennstrecke unterwegs sind und das auf der Straße fahren wollen, beziehungsweise vielleicht noch nicht so wirklich routiniert im Rennstreckenbetrieb sind. Lass mich das wissen, ob das eine gute Wahl ist. Und wenn du dich dafür interessierst, wie sich so ein absolutes Superbike im Rennstreckenbetrieb fährt. Ich konnte die Panigale V4R mit über 230 PS, das Modell, mit dem Alvaro Padista in den letzten Jahren zwei WM-Titel eingefahren hat, in Oschersleben testen, und dieses Video findest du hier. Bis dahin bedanke ich mich für deinen Kommentar unter dem Video, für das Kanalabo und sage ciao, bis zum nächsten Mal.